Batterien. Unser modernes Leben hängt von ihnen ab. Sie stecken in Produkten, auf die wir angewiesen sind. In Elektrofahrzeugen, mobilen Geräten und Energiespeichersystemen, die unsere Stromnetze ausgleichen. In ihnen stecken die teuersten und seltensten Rohstoffe der Welt. Und ihre Nachfrage steigt stetig. Um unseren weltweiten Bedarf zu decken, braucht es nachhaltige Lösungen. Eine davon hat Dr. Kai-Philipp Kairis in Aachen geschaffen. Gemeinsam mit Dr. Georg Angenent und Dr. Johannes Palmer gründete er die Acure Battery Intelligence. Eines der wichtigsten Probleme des 21. Jahrhunderts ist der Klimawandel. Um den Klimawandel zu verhindern, benötigen wir unsere Mobilitäts- und Energiewende. Und wir von Acure, wir machen Batteriespeicher, die essentiell für die Mobilitäts- und Energiewende sind, sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger. Und das alles nur mittels Cloud Computing. Mit seinem 70-köpfigen Team und der wissenschaftlichen Unterstützung von Professor Dirk-Uwe Sauer, Hochschulleiter der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH Aachen, entwickelten sie eine Cloud-Plattform, die Batterien effizienter, nachhaltiger und sicherer macht. Die wesentliche Innovation ist hier, dass wir helfen, Batterien von der Material- und Produktentwicklung in die eigentlichen Anwendungen reinzukriegen. Wir sind das Bindeglied. Wir verstehen die Batterien wirklich bis in die tiefe Chemie hinein und gleichzeitig aber auch die Anwendung. Wir wissen zum Beispiel, wie groß eine Batterie in einem LKW sein muss, um eben mit einem 40-Tonner durch Europa fahren zu können und wie die Ladeinfrastruktur aussehen muss, wie die Ladegeräte sind und welchen Einfluss die haben auf die Batterie. Und daraus können wir dann wirklich innovative Lösungen für die Weiterentwicklung für unseres Energiesystems hin zu einem klimaneutralen System schaffen. Die leistungsstarke Cloud Engine ist darauf ausgelegt, jeden Batteriedatensatz aufzunehmen, zu charakterisieren und zu analysieren. Batteriemanagementsysteme in den Batterien erzeugen während der Lebensdauer der Batterie enorme Datenmengen. Acure erstellt digitale Zwillinge der Batterien und macht die dazugehörigen Daten über die Battery Intelligence Cloud Plattform für Kunden zugänglich und nutzbar. Den Service, den Acure seinen Kunden anbietet, ist ja letzten Endes, Batteriesysteme zu überwachen und aus dieser Überwachung Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie ist der aktuelle Betriebszustand, wie ist die Lebensdauererwartung noch, aber eben auch kann es vielleicht sicherheitskritische Zustände geben, die dann identifiziert werden können. Mit der Analytics-Software können KundInnen ihren Batteriebetrieb optimieren und die Lebenszeit ihrer Batterien um bis zu 25% verlängern. Vor allem aber werden mögliche Sicherheitsrisiken frühzeitig erkannt und verhindert. Bei Acure haben wir eine Datenplattform gebaut, mit der wir in der Lage sind, Batterien von Elektromobilität bis zu stationären Speichern besser zu verstehen. Wir nutzen diese Daten, um beispielsweise Fehler früh zu erkennen und so auch Feuer zu verhindern. Wir sind die einzige Firma weltweit, die von mehreren Versicherungen empfohlen wird, um das Risiko von Batterien zu senken. Acure überwacht aktuell bereits über 2 Gigawattstunden Batteriespeicher. Unternehmen aus den Bereichen Elektromobilität, erneuerbare Energien sowie Speicherhersteller zählen zu ihren Kunden. Seit unserer Gründung im Jahr 2020 haben wir stark expandiert und haben heute Kundschaft auf 6 Kontinenten. Von elektrischen Busflottenbetreibern in New York City bis hin zu Großspeichern in Australien. Für seine Innovation gegen den Klimawandel wurde Dr. Kai-Philipp Kairis als Vordenker 2022 durch das Handelsblatt und die Boston Consulting Group ausgezeichnet, sowie als Rising Star von Emerging Technology News benannt.